zweieinhalb Stunden gespielt in diesem letzten Viertelfinale. Und die Frage ist nach wie vor unbeantwortet. Wer wird im Halbfinale Gegner von Karel Nováček aus der Tschechischen Republik? Die längste Distanz im Verlaufe, auch zeitlich längste Distanz im Verlaufe dieses Turniers, die Michael Stich bisher gegangen ist. Jonas Björkman glaubt weiterhin an sich, das ist seinem Spiel anzumerken. Es kommt alles zurück. Das will das Publikum sehen. Ein Kämpfer. Ich würde im Moment auch ein bisschen mehr Kampfeslust bei Michael Stich wünschen, der da doch relativ still steht. Vielleicht sagt sich Michael ja auch, die Kraft liegt in der Ruhe. Und dieser letzte Punktgewinn hat ihm da recht gegeben. Kritische Situation für den Schweden. 3-4 im vierten. 30 beide, zweiter Aufschlag. Unglaublich, wie aufmerksam, wie schnell, wie ein Panther bewegt sich der Schwede dort am Netz. Oh,
obwohl er da eben wieder in einer kritischen Situation war, zeigt keine Nerven. Volle Pulle, Jonas Björkman. First serve. Michael Stich bewahrt die Ruhe. Wieder diese kitzlige Situation. Und wieder keine Breakchance, wieder Spielball für den Schweden. Also die Rückhand ist jetzt prima bei Michael Stich. Das bringt ihn wieder auf Einstand. Kurz, kompromisslos dieser Paradeschlag des Langen aus Elmshorn. Was da jetzt passiert? Ist der Ball versprungen? Die Seite ist beim Aufschlag gerissen. Nee. Also von rechts schlägt Björkman doch sehr effektiv auf. Immer wenn Michael Stich mal hoffen kann, bei Einstand sich vielleicht mal wieder eine Breakchance zu erarbeiten, kommt dieser Aufschlag. Wieder Spielball zum 4-4. Und wieder ein Start. Viel Licht, aber auch viel Schatten im Spiel von Michael Stich. Diesmal holt er sich das Spiel 4-4. War die Hoffnung ein paar Mal da, vielleicht eine Breakchance zu bekommen bei Michael Stich, aber letztendlich der gute Aufschlag gerade von der Vorhandseite des Schweden Spiel entscheiden, zumindest in diesem achten Spiel eben. Thank you.
Guter taktischer Aufschlag mit Kick weit auf die Vorhand des Schweden. Netz und Fehler. Den hat er zu sehr eingewickelt. Ruhig Blut jetzt. Die Doppelfehlerbilanz 14:5 Gegenstich. Und dann wieder der Return. Dies. Viermal Spielball gehabt zum 5-4 im Vierten. Doppelfehler Nummer 15. Einstand. Für den Schweden nach zwei, drei Viertelstunden so etwas wie ein kleiner Satzball. Breakchance zum 5-4. Die Ausbeute bisher bei den beiden. An die Linie, gezwirbelt. Schauen Sie sich das an, wie der rausdreht. Bjorkman bringt einfach alles zurück. Gibt hier alles. Schauen Sie sich an diesen tiefen Ball, auch den bringt er noch. Und dann ist Michael wohl überrascht, dass dieser Ball erneut zurückkommt. Sehr athletisch, agil. Der Schwede nutzt auch diese zweite Breakchance erst einmal nicht.
Athletic Stiffen. Kommen jetzt aber, Sie hören das, der Prinz Jessica von den Lippen ablesen, ein bisschen Luft wieder. Mit Mühe, mit allergrößter Mühe, Miguel Stich zum 5:4, zwei Breakchancen abgewehrt. Im Grunde eine Aufgabe für Indiana Jones, die Suche nach dem verlorenen Aufschlag. US Open und mehr bei RTL 2. Etwa 15.000 der ursprünglich 20.000 Besucher harren hier aus im Stadium Court und wollen sehen, ob die Entscheidung in vier Sätzen fällt. Oder ob es doch noch einen fünften gibt. Der Aufschlag von Björkman ist gefragt. Lässt ihn im Stich. Michael Stich geht da fast in die Knie nach diesem vertanen Vorhand-Return. Dranbleiben. Der Gegner muss doch Nerven zeigen irgendwann. Jetzt zum Beispiel bei 30 beide. Soweit war Michael Stich schon mal zwei Punkte vom Match entfernt. Matchpoint Michael Stich. 2:50 gespielt. Aber eine Garantie ist dieser erste Matchball natürlich auch nicht. Thank you. Fehler beim ersten. Zweiter Aufschlag. Erster Matchball für den Elmshorner. Ins Aus. Fehler von Björkman. Und schauen Sie sich das an. Erleichterung bei Michael Stich. Riesenfreude. Michael Stich steht zum ersten Mal im Halbfinale bei den US Open. Aber. Das war von Jonas Björkman ein unglaubliches Spiel. Eine Aufholjagd, die fast noch erfolgreich geworden wäre. Das war ein Arbeitssieg und da kann er dicke Backen machen und darf auspusten. Herr Michael Stich, in der Runde zuvor ein strahlender Sieger gegen Gafelnikov. Hier heute Abend in diesem letzten Viertelfinale ist er der Sieger nach diesem Fehler von Jonas Björkman. Aber das war Schwerstarbeit. Zwei Tage Ruhe werden ihm vielleicht helfen, den Aufschlag auch wieder zu finden. Der war heute fast nicht mit auf dem Platz. Und dann heißt es Halbfinale Karel Novacek gegen ihren Mann, der hier in diesem Moment in der Zeitlupe jedenfalls noch einmal gewonnen hat gegen Michael Stich. Diese Partie dann am Sonnabend. Abschließend noch ein bisschen Statistik. Eine unglaublich ausgeglichene Partie. Michael Stich, der glückliche Sieger.
Beifall für den jungen, sympathischen Schweden, der für den Grand Slam Cup allemal qualifiziert ist, hat ja gute Ergebnisse vorher gehabt bei den Grand Slam Turnieren. Und Michael Stich ist damit also ebenfalls im Kreise der 16, die im Dezember in München spielen werden. Noch einmal Shake Hands und noch einmal der Jubel in der Verlangsamung. Damit geht auch unsere Übertragung zu Ende. Uli im Studio hat das letzte Wort. Sportivi, buon pomeriggio e buona domenica a tutti da Lea Pericoli in diretta dal Palais de Sport di Anversa. Vi trasmettiamo la finale di un celebre torneo, quello dei diamanti. In campo fra pochi secondi avremo Pete Sampras, numero uno del mondo, contro